Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Ja. Das ist wohl die Entstehung des Connor. Radon Agedon. Glaube ich, hieß er. Kann sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ehrlich gesagt. Ein paar Tage später. Master Kenway, habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen, bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand.
Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? Ja. Templer. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert. Und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Jo, jetzt sind wir wieder außerhalb des Animus. Ist doch eigentlich ganz chillig hier. Man kann auch wieder E-Mails schicken, oder? Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ich weiß nicht, für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Du hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, hast dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank, hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Glaubst du wirklich, dass wir hier unten Antworten finden? Vielleicht. Aber mit der ersten Zivilisation zu reden, war immer schwierig. Stell dir vor, wie es für die sein muss. Was meinst du? Zwischen uns und ihnen liegen Zehntausende von Jahren. Eine völlig andere Sprache und Kultur. Ihre Intelligenz ist der unseren weit überlegen. Wir haben Glück, dass sie überhaupt so viel mit uns kommunizieren. Ich weiß nicht, warum die das alles so kompliziert machen. Wenn sie etwas von mir wollen, warum sagen sie es dann nicht einfach? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe das Gefühl, dass Juno und Minerva sich nicht unbedingt einig sind. Ich studiere alles, was ich in die Hände kriege. Aber vielleicht findest du da unten etwas, das Licht auf dieses Rätsel wirft. Was geschah zwischen ihnen und warum? Was glaubst du, liegt hinter dieser Tür? Keine Ahnung. Glaubst du, es könnte uns retten? Juno schien das zu glauben. Was, wenn es gefährlich ist?
Wir haben ja nicht viele Alternativen. Tja, wir könnten, ich weiß nicht, den Präsidenten warnen. Und was soll er dagegen tun? Und wer sagt, dass er nicht mit Abstergo verbandelt ist? Das sind doch alle heutzutage. Und wenn wir zu denen gehen? Zu Abstergo, meine ich. Habe ich auch drüber nachgedacht. Sagen, was wir gesehen haben und zusammenarbeiten. Die müssen viel mehr wissen als wir, aber... Aber was? Es kann sein, dass sie genau wissen, was passieren wird. Dass sie wollen, dass es passiert. Soweit wir wissen, verstecken sie sich in Bunkern und warten auf das Ende. Und dann, wenn es vorbei ist, kommen sie raus und übernehmen die Kontrolle. Ich hoffe, du irrst dich. Hoffe ich auch, Rebecca. Hoffe ich auch. Na gut, ich gehe wieder arbeiten. Na, ist klar, mit dir habe ich geredet. Wow. Ich rede erstmal mit den anderen. Da ist William. Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen? Aber dieses Mal schlage ich zurück. Gehen wir wieder an die Arbeit, okay? Vergeude keine Zeit. Die Uhr läuft, Desmond. Meine Güte, mit dem kann man ja echt nicht reden, ne? Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Hallo Desmond, wie geht's? Wie immer. Neuer Tag, neuer Vorfahr. Wer hätte gedacht, dass du einen Templer im Stammbaum hast? Ich glaube, er fing als Assassine an. Haben ihn wohl umgedreht. Und wieder hast du recht. Ich habe unsere Archive durchsucht und anscheinend war Hathams Vater wirklich ein Assassine. Und er dann ja vermutlich auch. Zumindest eine Zeit lang. Was hast du nachgefunden? Der Typ aus der Oper, Reginald Birch, Großmeister der Londoner Komtur der Templer. Er und Hathams Vater, ein Mann namens Edward. Naja, sie waren alte Rivalen. Anscheinend hat Birch Hatham schon früh in die Hände bekommen und alles versucht, damit Hatham die Seiten wechselt. Ich frag mich, wie er es schaffte. Mal sehen, ob ich mehr finden kann. Ehrliche Antwort, Desmond. Glaubst du, wir kommen da lebend raus? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sehr viel verlangt. Wenn die Welt nicht retten konnten, wie zum Teufel sollen wir es dann schaffen? Wir haben noch Zeit. Wir haben weniger als 2 Monate. Die hatten Jahrzehnte und viel mehr Ressourcen. Und das Schlimmste, wir wussten, dass es so kommt. Seit Jahrhunderten. Geschichte wiederholt sich. Die erste Zivilisation war so in den Krieg gegen uns vertieft, dass niemand merkte, was passieren würde. Wir wurden vorgewarnt und stürzten in den Krieg gegen die Templer. Super. Hoffentlich wird das, was hinter der Tür liegt, etwas ändern können. Und wenn nicht? Naja, wir haben es wenigstens versucht.